Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Home Sweet Home. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr dabei seid. Und ja, in der letzten Folge hatten wir so ein bisschen Versteckspiel mit dem großen Riesen, der hier stand, gemacht. Der ist jetzt natürlich weg und wir müssen weiter rätseln, was wir hier treiben sollen. Und bin ganz neugierig, worauf das alles hinauslaufen wird. Ich bin der Meinung, wir träumen oder wir leben die Träume meiner Frau, die wir ja suchen wie verrückt. Oder sind selber verrückt geworden? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das sehr unrealistisch, was hier passiert. Mit Riesen und sowas. Also, ich war noch nie in Thailand, aber ich glaube, da gibt es keine Riesen. Und ja, wir müssen einfach weiterzocken und gucken. Okay, ich denke, wir müssen hier lang. Oh. So. Ich denke mal runter. Okay, die ist abgeschlossen. Da war gerade noch eine Tür. Das Spiel ist aber auch fies, ne? Da kam er ja her. Drei und komische thailändische Schriftzeichen. Die haben echt witzige Schriftzeichen, die Thailänder, ne? Aber ich finde dieses Setting einfach mal interessant. Jane, I'm coming. Schlüssel zur Polizeiwache. Ich muss auf Spiel der Nacht im dritten Stock durchkommen. Wenn ich den Schlüssel nicht zurückgegeben habe, lasse ich ihn im Tresor in meinem Büro. Ach, da waren wir doch gestern schon in der Folge. Macht ja nichts. Ich muss einen Weg finden. Okay. Genau. Jetzt gehen wir in der Polizeiwache. Das war eine Tiefe, glaube ich. Ganz unten. Ach ja, wir wissen es noch. Ich weiß es noch. Okay, das gucken wir uns nochmal an. Hier war er nämlich gerade am Kacken. So, ich habe mich nicht erschrocken. Ich wusste es nämlich. Cool. So, ja, Polizeiwache. Dritter, dann müssen wir irgendwie einen Schlüssel für den dritten Stock finden, scheinbar. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle. Flitz einfach mal weiter. Die Performance vom Spiel ist besser geworden. Die war am Anfang katastrophal und dann, jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Oh, man darf ja nirgends so rein. Die Kammer des Schreckens. Da darf ich noch nicht mit arbeiten. Da muss ich bestimmt ein Werkzeug finden. Gut, dass wir es so gesehen haben, immerhin. So, Tür nicht öffnungsbar. Was auch immer da steht. Okay. Wichtige Notizen. Gott sei Dank werden die uns ein bisschen markiert, weil sonst wäre es echt schwer, die Sachen alle zu finden. Ah, er arbeitet also hier. Okay. Oh, hier waren wir ja gestern schon drin. Aber ich bin nicht wirklich viel weitergekommen. So. Polizeiwachen. Okay, die Tür ist ausnahmsweise mal auf und hier absolut unüberwindlich für uns. Da wird kein Mensch der Welt kann da hochkommen. Ach, eine offene Tür, das ist natürlich doof. Selten. Ein Schraubenzieher. Ah, ich kann mir schon vorstellen, wofür der ist. Kann man den Text so lesen? Ein Werkzeug für festsitzende und lockere Schrauben. Okay. Na, wir haben ja gerade dieses Ding gesehen. Also ein Schraubenzieher habe ich bis jetzt noch gar nicht gefunden, ne? Wollen wir mal runter marschieren. Aber in so Spielen ist das oft so, dass man Sachen triggert. Sobald man irgendwas nimmt, passiert dann woanders wieder was. Das ist immer dann über. Ich würde es am liebsten ohne Ton spielen, aber dann würde ich nichts mitkriegen, wenn was schreit. So, ich habe da zwar keine Schrauben gesehen, aber Sinn macht das schon, oder? Aber wieder mal so ein Gang, Mann. Ja. Auch das ist sehr gruselig, dass er das kann, der Schraubenzieher. Oh. Hä? Jetzt willst du mich verarschen. Was für einen Sinn soll das hier geben? Hier war doch gerade der Schreier drin, ne? Hat sogar abgespürt, brav, haben wir gehört. Das hat es in meinen Augen keinen Sinn ergeben. Den Raum dürfen wir doch so oder so betreten. Skurril. Ja, das Beweismittel von der Polizei. Und da war ja nicht abgeschlossen oder sowas. Komisch. Na gut, vielleicht brauchen wir den Schraubenzieher doch noch woanders.
Könnte ich alles auf einmal schaffen? Und ich vermute, wir haben immer noch den Riesen an den Hacken. Also jetzt bin ich aber echt überfragt. Er hat doch irgendwas erlabert von den... Hier, denn da darf ich ja nicht rein. Und das, wahrscheinlich ist das der wichtigste Raum von alle. Gab es da eine Tür nach links hin? Nö. Ja, das ist ja jetzt seltsam. Ja, also das bringt mich ja kein Stück weiter, das Türchen. Äußerst skurril. Also mein Interesse wäre schon groß, in diesen Raum zu kommen, für den Schlüssel der dritten Etage. Aber hier ist ja nicht mal die Möglichkeit dran zu klicken. Okay. Oh. Oh nein. Oh nein. Einblick in Hungergeist. Ein Hungergeist ist einen der Geister im Buddhismus, Hinduismus und zugehörige Dogmen. Der Hungergeist leidet unter Hunger und Durst. Warum heißt er dann Hunger und Durst, nicht Hunger und Durstgeist? Es wird geglaubt, dass die bösen Leute, die sich mit Tatkraft, mit Raubmord und vor allem unter Thais Elternmord, was, beschäftigen, als sie noch lebten, werden als ein Hungergeist wiedergeboren. Der Hungergeist wird beschrieben als eine genauso große Kreatur wie Palm mit dem genauso großen Händen wie Fächerpalm und dem genauso kleinen Mund wie Nadelloch. Er lebt leidend so lange wie alle seine Sünden, die er begangen hat. Krass. Also der Große ist ein Elternmörder oder sowas und dann wird man wieder bestraft. Wow, krass. Wird man bestraft damit? Sowas wie die Hölle müssten wir ja dann sein. Ne? Also, ich habe jetzt hier nichts gefunden. Ich gehe nochmal da oben hoch. Da war ja nur der Schraubenzieher. Ich wüsste jetzt nicht. Also, wir haben jetzt lächerlicherweise dieses Gitter da weggeschraubt. Du könntest auch keine Tipps holen. Das ist doch absolut unüberwindbar. Aber da wollen wir auch gar nicht hin. Immer bis jetzt noch nichts Gruseliges gewesen. Und nichts übersehen. Okay. Einmal hoch zur dritten Etage. Vielleicht können wir die Tür ja aufschrauben. Aber das würde ja nicht viel Sinn machen. Das war einfach nur Verwirrung von den Entwicklern jetzt mit diesen komischen Dingen da, ne? Oder man soll damit erkennen, oh, du kannst damit Sachen aufschrauben. Achtung, achte auf sowas. Okay, wir sollten mit Sicherheit hier lang gehen. Alles gut. Das Geräusch. Wow, haben wir schrocken jetzt. Jetzt hatte ich nur noch auf Lüftung. Da sind noch viel mehr Schlüssel, nimm die doch. Da darf ich natürlich noch nicht rein. Da sollen wir aber durch. Nochmal lesen. Ich muss oft spät in der Nacht den dritten Stock durchkommen. Wenn ich den Schlüssel nicht zurückgegeben habe, lasse ich ihm den Tresor in meinem Büro. Inspektor Buncher. Den Tresor haben wir doch schon mal gesehen gehabt, ne? Wieso hänge ich jetzt fest? Was ist denn jetzt los? So. Ein Tresor. Das ist auf jeden Fall der dritte Stock. So viel kann ich ja lesen. Ne, ein Tresor habe ich ja schon mal gesehen gehabt. Da kann ich mich noch erinnern. Okay. Hat nicht viel Nährwert gehabt. Alles klar. Also irgendwie muss er uns ja... Jetzt zu irgendeinem Tresor. Wo war denn der Tresor nochmal zum Geier? Da habe ich... Ach ja, ich weiß wo. Aber wir haben ja keine Zahlenkombination lesen dürfen. Da ist der Tresor. Das erste Passwort wählen, drehen. Ich kann ja auch nichts lesen. Ich kann nur beenden. Ein Hinweis. Ach, guck mal. Ey, da habe ich jetzt ganz zufällig. 1, 9 und 8. 1, 9 und 8. Das ist aber einfach. Wie 1, 1 kann ich nicht machen. W drehen. 1, 9. Nein. 1, ja gut, das wird eine 10 sein dann. 1. 9.
Was steht da? Schreibt es schon Phil oder Bancha Sub Suvan. Da steht 1,89, ich bin nicht blöd. Weil 1 kann man nicht angeben. Wartet mal. Na, er geht immer zurück. Er startet direkt mit 60. 1. Aber man könnte auch zurückgehen. Ach, warte mal, die Richtung. 9. Wartet mal, 1. Also, dreht automatisch in Richtung. Puh, das ist aber jetzt. Also man sieht ja, dass der Tresor gemeint ist, definitiv. Wie kann man so bescheuert sein Passwort verschenken? Das ist ja der Witz daran. Beenden, drehen. Vielleicht mal andersrum. Was habe ich gesagt? 1, 9, 8, 8, 9. Ach, Kacke. 8, 9. Nö. Ich will den scheiß Schlüssel haben. Hallo. 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8. ...80, 90, 10. Was ist genau umgedreht? Wer ist ja umgedreht? Ne, 80, 60, 10. Timmy, du bist ja heute richtig schlau. Okay, ich habe schon die Reihenfolge vertan mich. Dann 10, 60, 80. Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Also wenn man das so rumlesen würde, wäre es 80, 60, 10. Also ich kann ja nichts daran ändern jetzt. 80, 60, 10. Ja, das ist jetzt ein Hinweis für etwas, ja, aber das ist ja wohl dämlich. Haben wir da irgendein Symbol drauf? Mal gucken. Pfeil ist ja oben, logisch, der ist ja immer oben. Ach, wollte ich doch jetzt gar nicht, so. Und da ist der Pfeil auch oben. Und da ist nochmal so ein doofer Pfeil unten. Was bedeutet der? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es 80, 60, 10 wäre. Ich mach mal 80, 90, 10. Ne, das haben wir ja schon 100 Mal versucht, ne? Na gut, so einfach will er das Passwort dann doch nicht freigeben, der Herr, der hier arbeitet. Mal ein bisschen um mich gucken. Aber das ist das einzige Rätsel, was wir jetzt lösen müssen. Mit Sicherheit, also es gibt kein anderes Rätsel momentan. Also ich sehe wirklich 80, 60, 10 oder 10, 60, 80. Mehr. Keinen weiteren Tipp oder irgendwas. Und oben können wir, brauchen wir nicht nochmal lesen gehen. Da steht ja nur, dass er den hier im Safe bewahrt. Zurücksetzen ist. Das habe ich da schon probiert. Brauche ich ja nicht nochmal 80, 60, 10 eingeben. Hört sich mal so gut an oder macht das gar nicht?
80. Nochmal. 80. 10. 60. 60. 80. 10. Alter, das ist doch scheiße. Sowas ist doch dumm. Unten. Vielleicht ist mal genau umgekehrt. Was ist denn? 40 wäre es dann? Oder was? Warte mal. Wenn du auf 80 gehst, ist unten die 30. Ja, das ist auch unlogisch. Wartet mal. Weil er zeigt ja unten nochmal. Oh, wenn das so schwer ist. Dann schreibe ich mir das jetzt mal einmal ganz kurz auf. 10, 60, 80. Mal fallen nach unten, mach ich mal, damit das mal voll. Aber wenn das so ist, dann ist es aber echt schwer. Zehn hat die 60 unten, okay. Das ist ja lustig. 60. Und die 60 hat die 10. Und die 80 hat die... Wo ist denn die 80? Da... 30. Das passt ja überhaupt nicht. Alter! Alter, ich bin ja voll der Special Agent. Wer von euch hat denn vorher schon gewusst, dass das so gehen soll? Okay. Etage 3 Schlüssel. Wunderbar. Ey, da muss ich erstmal drauf kommen mit den ganzen Sachen hier. Ey, aber geil. Sowas liebe ich, ja. Da sind bestimmt der ein oder andere Spieler schon dran verzweifelt. Du warst, Alter. Okay, jetzt weiß ich, warum wir den Schraubenzieher finden mussten. Boah, bin mir erschrocken. Voll. Blöder, doofer Riese. Alter Mörder. Okay, das ist mit dem Schraubenzieher vorher erledigt. Zufall? War es Zufall oder warst du gewollt? Nein, es war Zufall. So. Dritte Etage. Hier kamen Schreie. Jane? Hey, bleib! Jane! Jane, du verrückte Jane. Tante! Das ist Jane, folg ihr. Ja, wie denn? Wow, ich muss auch gucken, ihr habt Pokale gewonnen ohne Ende. So ein Gebetstisch. Ja, wir sind dann in Thailand. Oh, das habe ich weggemacht. Scheiße. Vierter Mai war das, glaube ich, ne? Wählen. Jedes Mal, wenn ich mich legte, fand ich mich in diesem fremden Ort immer und immer wieder. Ich denke, dass das Schlafmittel möglicherweise mir durch die Nacht helfen kann und mich davon abhält, diese gruseligen Albtraum anzusehen. Es muss sicherlich die Ratten im Treppenschrank geben, wo der Lärm kommt. Wenn ihr dies weiterhin tut, landet ihr in meinem Mausefalle, ich schwöre. Ja. Das hat sich ja gelohnt zu lesen. So, weg, 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 weg. Nein. Beenden. Zurück, ich drück doch Q. Ich drück Q, ehrlich. Ich kann mich nicht mehr bewegen. So. Wo völlig falsch, Q. Taschenlampe. Das geht bestimmt nicht so ohne Grusel jetzt hier vonstatten. Müssen den ganzen Hindernissen aus dem Weg gehen. Oh, da kommt bestimmt wieder der Große. Ist doch nach links weggelaufen, oder? Latest report from the Acetone Police Radio Station on Mr. Peachey Manapavens Chase. The police says the Peachey, the suspect of robbery cases and the leader of the aktueller Report von Rundfunkstation Yasothon, Provinzbereich über die Jagd nach Herrn Peachey, Manapapaibun. Angeklagte, der Motorraddiebstahl. Peachey läuft in einen LKW. Führt zu einem scharfen Stahl, die durch sein linken Auge eingedrungen ist. Herr Peachey war auf der Stelle tot, ausgeprägt. Die Polizisten sammeln im Moment alle Beweise zur weiteren Untersuchung. Es gibt noch ein paar Rennfahrer, die auf der Flucht sind. Wenn es jemand Verdächtigen sehen haben, rufen Sie bitte 0265 08XXX an. Oh, das hört sich aber nicht an wie eine Nummer für die Polizei. Dann ruft um die Uhr. Diese Übersetzung ist echt peinlich. Gut. Es geht runter. Nee, geht's nicht. Es geht hoch. Vibe.
Das wäre ein Fenster. Dann kommt ja der Riese bestimmt. Ach, guck mal. Können wir damit interagieren? Jo. Die Tür wird damit versperrt, ne? Okay, ich muss den Haken wahrscheinlich befestigen. Bitte warten. So. Ah, ich liebe sowas in solchen Spielen, ne? Das ist so schön detailliert und macht Spaß. Hier oben wird wahrscheinlich überhaupt nirgends so weiter. Der Riese ist ja unterwegs. Ist ja offen alles. Oh Mann, wenn es offen ist, ist es scheiße. Rohbau. Hier wird noch eindeutig eine Polizeiwache erweitert. Aber es ist schön, wenn Licht da ist. Oh Mann, da geht es ja doch weiter. Warum? Dritte Etage? Bin ich doof? Hä? Ach, die war wahrscheinlich von... nur von innen zu öffnen. Oder hätte ich die ganze Zeit hier oben durchgehen können. Das wäre witzig. Hätte ich jetzt auch da lang gehen können, ne? Also ziemlich doof. Okay. Mal ein bisschen müde von der Arbeit. So, die Tür ist zu. Offen. Hoffentlich. Den Giganto haben wir schon gehört. Da guckt er wieder. Nicht aufmachen. Oh nein. Giganto. Warum tust du mir das an? Ja, ich weiß, dass ich tot bin. Laden Pompaden. Ach, die Ladezeit ist echt doof, ne? Man, so lange kann das gar nicht dauern. Jetzt lädt er erst. Ich werd verrückt. Okay, Witz. Er hat mich gesehen. Okay, ich würde sagen, dann machen wir in der nächsten Folge. Bis dann.